Hallo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, die Divine Design Manifestation. Wir sprechen über alle Themen, wie du dir Heilung, Reichtum, Fülle, Glückseligkeit, Partnerschaft, spezielle Person, alles manifestieren kannst, indem du den Seinszustand einnimmst einer Person, die all das schon in Erfüllung hat. Ich bin hier, um deine falschen Gla Überzeugungen. Ich bin hier, um deine falschen Überzeugungen aufzudecken, dir helfen, sie zu berichtigen aus der Divine Design Perspektive. Du lernst hier energetisch zu denken, außerhalb von Zeit und Form und Ort. Du bist hier, dich als energetisches, grenzenlos erfülltes Wesen zu erkennen und wahrzunehmen, so dass du im Außen eine dementsprechende Realität manifestierst. Heute will ich mit dir darüber sprechen, warum man einen Narzissten outpusht. Das heißt, warum gibst du dich mal mit einem Narzissten ab? Warum hast du einen Narzissten in deinem Leben oder warum hast du einen Narzissten in deinem Leben gehabt? Und was kannst du tun? Kannst du einen Narzissten tatsächlich verändern? So, wir fangen an. Was ist ein Narzisst? Ein Narzisst ist grundsätzlich jemand, der dir widerspricht. Spiegelt deine Überzeugungen darüber, dass du nicht gut genug bist, dass du mehr tun musst, um geliebt, anerkannt und berücksichtigt zu werden. Ein Narzisst ist da, um dir zu zeigen, dass du dich auf niemanden verlassen kannst, dass du immer wieder getäuscht und fallen gelassen wirst. Ein Narzisst ist da, um dir genau all diese Annahmen und Ängste zu zeigen, die in dir aktiv sind, sodass du das immer wieder auf äußere Personen projizierst. Und in engen Beziehungen wird das am allerdeutlichsten. Und ich weiß, ich werde mir vielleicht nicht Freunde machen mit diesem Video, aber die Menschen, die das verstehen, die werden hier mit diesem Video die Unterstützung brauchen, die sie wollen. Grundsätzlich kannst du jeden Menschen verändern. Das Problem ist nur, dass der Mensch in meiner Vorstellung schon, oder wenn der Mensch, das Problem ist, wenn der Mensch in meiner Vorstellung schon so eingebrannt ist in meinen Ansichten, dass ich ihn nicht anders sehen kann, kann ich ihn leichter verändern, wenn ich auf Distanz gehe. Und wenn ich aus Distanz heraus das Divine Design, das in jedem Menschen herrscht, die göttliche, wunderbare, perfekte Version sehen kann. Und das ist die Arbeit. Zuerst komme ich dran. Ich entkopple mich von diesem Menschen. Mein emotionaler Zustand wird von mir selber erfüllt. Ich bin völlig entkoppelt von meinem Gegenüber, von den Aktionen, von den Worten, von egal was mein Gegenüber macht. Ich bin entkoppelt. Ich kümmere um mich. Jedes Mal, wenn der sogenannte Narzisst etwas triggert, dann weiß ich, hier muss ich selber auffüllen. Hier muss ich selber für mich sorgen. Hier muss ich selber meinen Wert erkennen. Hier muss ich selber hinter mir stehen. Und zwar bedingungslos. Und das ist der erste Schritt. Ich entkopple mich emotional und erfülle mich selber
mit meiner Wertschätzung, mit meinem kompletten Divine Design. Ich weiß, ich bin göttlich. Ich weiß, ich bin unglaublich schön. Ich weiß, ich bin wunderbar intelligent. Ich bin lustig. Ich bin die Person, mit der man gerne zusammen ist. Ich habe einen Lifestyle, den man gerne mit mir teilt. Meine Ansichten, meine Weltansicht, meine Lebensansicht sind großartig. Ich bin komplett davon überzeugt, dass ich in Ordnung bin, dass an mir nichts falsch ist. Und da muss ich hinkommen. Und dann bin ich absolut triggerfrei. Egal, ob du ihn Narzisst nennst oder emotional nicht verfügbar oder Angst hat vor Nähe, Angst hat, sich zu committen. All diese Sachen und Geschichten, die du dir erzählst, die sind unerheblich, wenn du dich entkoppelst, komplett emotional entkoppelst, weil du weißt, wenn du in deinen Divine Design Zustand einsteigst, in deine komplette Erfüllung, weil du dir nicht mehr vormachen lässt und nicht mehr vorgaukeln lässt, dass du irgendetwas brauchst vom Außen, dann bist du frei, dann bist du da in deiner Selbstliebe, in deiner Selbstakzeptanz. Du stehst hinter dir, du bist loyal zu dir selber. Du weißt, dass du Herrin, Herr, Gott, Schöpfer deiner Welt und deiner Vorstellungskraft bist. Und jetzt geht es darum, dass du im zweiten Schritt dein Living in the End lebst, dein Living in the End, in der Wunschpartnerschaft, so wie du dich fühlen möchtest in einer Partnerschaft, so wie du dich verhalten möchtest, wie du dich selber betrachten möchtest in deiner Partnerschaft, wie du möchtest, dass dein Partner dich sieht. Diese Vorstellung, die ist die einzige Vorstellung, in der du lebst. Und alles, was der entgegensteht, nimmst du nicht als Realität an. Es ist eine Realität, in die kannst du jederzeit einsteigen. Es ist eine Realität, du kannst jederzeit einsteigen und glauben, du wirst zurückgewiesen, du bist nicht gut genug, du musst mehr tun, dass der andere sich gut fühlt. In diese Realität kannst du jederzeit einsteigen, aber du musst nicht. Du bleibst in deiner erfüllten Realität. Du bleibst die Frau in ihrem Divine Design, in ihrer Wahrhaftigkeit stabil verankert und lässt dich nicht triggern. Weil die Trigger, das ist nur, um dich aufmerksam zu machen, um in dein Bewusstsein reinzukommen und zu sagen, hey, Frau oder Mann, weißt du nicht, wie viel du wert bist? Weißt du nicht, wie wunderbar du bist? Weißt du nicht, wie bedingungslos in Ordnung du bist? Weißt du nicht, dass es gar nichts gibt, was du noch mehr tun oder machen solltest, außer du selbst zu sein, dich selbst anzuerkennen, dich selbst zu erfüllen, dich selbst zu sorgen? Und aus diesem Zustand kannst du deine Traumbeziehung, deinen Traummann generieren und kreieren. Aber es ist schwer, wenn du keine örtliche Distanz hast. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, wenn du stur darauf bestehst und stur und klar in deinem Divine Design verankert bist, dann kannst du das genauso machen. Es ist möglich. Aber warum musst du diesen schweren Weg gehen? Und es einfacher ist, sich zu distanzieren. Aber nicht in Hass und in Ablehnung und in Widerstand, sondern ich distanziere mich, damit ich die göttliche, höchste, beste, schönste Version von dieser anderen Person ausdrücken kann. In meinen Gedanken, in meinen Ansichten. Und das ist der Weg. Und auch dieser Weg braucht Konsistenz. Dieser Weg braucht nur dich. Es ist dein Weg. Es geht um dich. Es geht niemals um die andere Person. Es geht darum, bist du in der Lage,
in jeder Person das Divine Design zu sehen, weil du bist unabhängig von den anderen Versionen dieser anderen Person. Sie interessieren dich nicht. Es ist dir völlig gleichgültig. Du hast keine Labels, psychisch krank, eingeschränkt, kaputt, emotional verletzt und so weiter und so fort. Dein Gegenüber muss in deinen Augen völlig perfekt und labelfrei sein. Dein Gegenüber muss von dir in sein Divine Design erhoben werden, in seine göttliche, perfekte Version, die da ist. Jeder Mensch hat jede Version zur Verfügung und wir können sie ausdrücken. Aber erst, wenn wir selber in dieser Erfüllung sind und nichts mehr vom Außen brauchen. Und das ist der Weg, ich nenne ihn Divine Design Reise. Das ist die Personality, das ist die Identität, in die du einsteigen darfst. Das ist ein ganz anderes Denken, das ist ein machtvolles Denken, das ist ein Divine Design Denken. Und damit kannst du alles erreichen, was du haben möchtest. Alles. Aber du musst zu dir kommen und außen loslassen, weil außen ist ein Spiegel deiner Ansichten, eine Reflexion deiner Meinungen und Überzeugungen. Und wenn du die dir änderst, dann muss das Außen sich verändern. Warum verändert es sich unstabil oder manchmal und nicht dauerhaft? Weil du unstabil in deiner neuen Ansicht bist, weil du immer wieder zurückgehst in deine neu alten Überzeugungen, weil du immer wieder deinem Ego zuhörst, das so gern Recht haben will und sagen möchte, es ist doch schon wieder, doch er ist ein Psychopath, doch er ist ein Narzisst, doch er ist emotional nicht verfügbar. Und solange du in diesem alten Denken bist, basierend auf materiell, also formbezogenen, gesellschaftsbezogenen Ansichten und Labels, wirst du aus diesem Teufelskreis nicht austreten können. Du bist Schöpfer. Deine Ansicht erschafft, deine Vorstellung erschafft. Wenn du in das Ideal deines eigenen Seinszustandes, deiner eigenen Identität einsteigst, bist du in der Lage, jeden Spiegel im Außen in deiner Idealversion zu sehen? Das ist meine Passion, das ist meine Arbeit. Ich weiß, dass es genauso funktioniert. Das ist das Gesetz der Schöpfung, das ist das Prinzip des Universums. Wir sind alleinige Schöpfer, wir sind alleiniger Gott. Unsere Vorstellungskraft ist Gott. Ich zitiere hiermit Neville Goddard. Ich empfehle ihn heiß und innig und teile dieses Video mit den Menschen, die genau mit solchen Situationen zu kämpfen haben und vielleicht doch noch auf diese alten Narzissten-Coaching-Ansichten reinfallen, die zum Teil hilfreich sein können, aber nur die halbe Miete ist, weil die komplette Unabhängigkeit entsteht nur durch dich und in dir. Teile mein Video, komm in meine Facebook-Gruppen, folge mir auf Instagram und wenn du wirklich was für dich tun möchtest, buche Rising Up, 3 Monate Mastermind, eine Reise, die du nie vergisst und die keinen Rückweg mehr zulässt. In diesem Sinne, bis ganz bald.